Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hier Dingsterbumster. Der Kerker von Bonnie. Fliegendorf. Achso, hier unten habe ich. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich eventuell noch an ein. War da noch irgendwo? Wo ich an ein Dingsfragment rankomme. Damit ich meine Mimik aufwerten kann noch. Ah, hier ist tatsächlich noch eine. Sehr schön. So, damit habe ich jetzt nämlich die nächste verehrte Geisterasche. Das Ding haben wir gemacht. Dann haben wir hier einmal hier die Dunkelheitskatakomben. Mich irritiert es, dass ich hier keine Gnade gesehen habe. Ich möchte nochmal nachschauen. Weil eigentlich kann ich mir das schlecht vorstellen, dass da nicht irgendwo eine Gnade ist. Weil ich kann ja trotzdem ja schon mal meine Geisterasche jetzt aufwerten. Endlich auf Stufe 8. 10 ist die Maximalstufe, das heißt 6 Geisteraschen kann ich noch finden. Hier bin ich Stufe 15, da dürfte 20 die Maximalstufe sein, soweit ich es im Kopf habe. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier nicht irgendwo noch ein Ort der Gnade ist. Aber offenbar ist das tatsächlich so. Mal noch mal schauen. Ich hätte halt wirklich erwartet, dass hier an dem Kelch noch irgendwie wenigstens hat man. Das ist nicht nur mein Controller, das ist auch das Spiel, was wieder. Okay, meine Facecam ist noch, das heißt, dass wenigstens mein OBS noch nicht. Also wenigstens lief der eben nicht und
Weil dann wäre er hier noch potenziell einfach hier über die Klippe gelaufen, der Charakter. Was ich auch mal so überhaupt nicht gebrauchen könnte. Mich irritiert halt wirklich, dass hier keine Gnade ist. Naja, egal. Mache ich jetzt das Refugium oder nicht? Nochmal. Also ich habe ja jetzt... schon zwei weitere Level im Skado, vom Skado Tree her. Meine Mimik ist jetzt auch ein Level stärker noch. Ich sollte das Ding jetzt doch eigentlich mal endlich schaffen können. Dieser scheiß Avatar. Ey, komm. Das lief ja schon mal sehr gut. Oh ja. Das ist jetzt schon um einiges mehr Schaden, den ich dann mache an dem. Also wirklich um einiges mehr Schaden, den ich jetzt schon an dem mache. Meine Mimik hat auch noch wirklich gar keinen Schaden bekommen jetzt. Ich heile manchmal lieber schon mal. Aber das war jetzt natürlich dämlich. Okay, ich bin jetzt auf 9. So, die Mimik ist jetzt auf ungefähr Half-Life. Ich habe noch 8. Heiltränke und das ist die dritte Phase. Nach der sollte es dann doch hoffentlich mal endlich vorbei sein, oder? Komm. Heil.
Okay, ja. Das Ding ist weg. Ja, tatsächlich jetzt geschafft. Oh, Mikkel, das große Rune? Also durch die beiden Level im Skardu und das Mimic Level war der Kampf jetzt um einiges einfacher. Mikkelas große Rune interessiert mich. Und da fehlt mir noch 2 Fragmente für das nächste Level ab. Sammelbrot, aha. Malenias, Krykards, Radans, Morgots, Mooks. Das ist doch kein Talisman, oder? Behält nichts als die Kraft, Zaubern zu widerstehen. Okay. Eine große, von Mikkel aufgegebene Rune. Obwohl sie zerbrochen und ihres Reichtums beraubt ist, birgt sie immer noch die Kraft, Verzauberungen zu widerstehen. Mikkel machte sich auf den Weg zum im Schatten liegenden Turm und ließ alles hinter sich. Sein güldenes Fleisch, seine blendende Stärke, selbst sein Schicksal. Alles nur, um die wahre Sünde zu begraben, um das große Ganze anzunehmen und als Gott neu geboren zu werden. Okay. Ich weiß das Wildschwein, ich weiß der Schattensonnenblume. Ich will das fehlen lassen. Mhm. Stufenaufstieg. Dann gehe ich mal einen hier mit. Okay. Das Gebiet hier fehlt mir halt noch. Hm. Ich gehe jetzt hier erstmal zur Kathedrale von Manus Mertö. Mertö. Weil da unten drunter waren ja noch die Fingerruinen. Mir fällt gerade auch ein, ich denke, ich kann hier auch nochmal okay, puh, da hätte ich beinahe richtig den Abgang gemacht.
Weil ich einfach nur gerade ausgelaufen bin und nicht runtergeklettert. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, ich sollte auf die Mimik wechseln. Okay. Ja, das sieht ja hier mal interessant aus. So unter Wasser sieht das aus und irgendwelche Kelche. Das sieht schon sehr so nach Cthulhu aus. Okay, Mythio, Mutter der Finger. Mhm. Also ich weiß nicht, irgendwie sieht Fingermama etwas... Aua, ich muss hier mal schnell weg. Kann man meine Mimik irgendwie wieder bekämpfen? Dem wäre ich sehr dankbar. Aua. Ehrlich, ey, wo zum Hänger ist meine Mimik hier? Ich bin am Arsch. Ah, na toll, meine Milch hat gebackt, deshalb also. Meine Mimik hat gebackt, ansonsten hätte ich wahrscheinlich gewonnen gehabt. Ah.
Herrlich. Die Fingerkreeper waren eben auch schon leicht blöd für mich als Gegner. Oh, oh nee, jetzt leckt hier mein Spiel auch noch. Also Blutungsschaden ist hier gegen den Gegner echt viel wert. Auch dass die Mimik wieder aktiv dabei ist jetzt hier. Au. Also ich würde sagen, ich habe jetzt gute Chancen, das hier zu gewinnen. Oh, nee, bitte nicht. Geht doch. Oh, Echo der Mutter der Finger, sehr schön. Okay, ist hier noch irgendwas zum Looten? Wahrscheinlich nicht, tippe ich mal. Die Souls Community ist halt echt der Hammer, bescheuert. So, Stufenaufstieg.
komm, ich gehe jetzt einmal mit mehr Ausrüstungsgewicht. Okay. Warte mal, die Anzeige ist nicht da. What have you done? You've wounded Count Ymir most irreparably, such that he wishes for your death, and I must attend to the Count's concerns. Aua. My dear Star, a fine mother, you will be. My shining star, grant me a mother's strength. Look here, at my fingers. I will be the true mother. And I will be the only mother. Okay, hi. Okay, Ymirs Klangperle, mütterlicher Stab. Mhm. Habe ich jetzt genug Runden für ein neues Level Up? Kursende Finger, mhm. Ich schau mal nach, ob ich genug für ein Level habe, beziehungsweise ich raste einfach mal sehen, was danach ist. Ah, okay. Reicht nicht für ein Level Up. Okay, Dings ist wieder da, sehr schön. Count the stars. The sky. I see them not. Komm, ich habe eine glücklicherweise eine zweite Iris der Gnade. Jolans Schwerthand der Nacht. Sehr schön. Jo, dann gehe ich mal hier hin.
Oh. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich da... wie ich da hinkomme. Dafür muss ich erstmal... Das ist schon echt irgendwie ein bisschen erdrückend hier, das Ganze. Und hier ist noch... goldener Zopf. Hatte ich ja vorher gar nicht gesehen gehabt. Gut, dass ich hier nochmal vorbeilaufe. Ich scanne gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. Okay. Also hier scheint es noch weiter Wege runter zu geben. Die Frage ist nur, wo. Hier beispielsweise. Uff, ey. Na, ist in die Geister von Jonas. Ah, okay. Jetzt habe ich die Sätze zusammengefügt, die beiden Geisteraschen. Jetzt habe ich... Jolan und Anna. Doppelte Geisterasche. Dann habe ich die beiden Schwestern wieder vereint. Sehr schön. So, einmal... Rabas Kanone. Oh. Gut zu wissen, dass da auch so eine Spirit Spring ist. Naja, egal.
Was habe ich jetzt hier eigentlich gerade so alles in Dingen bekommen? Ich habe auf jeden Fall eine Kanone bekommen. Das ist der Weg, um darauf zu kommen. Aber ich habe den, sagen wir mal, etwas anderen Weg genommen. So, dann hätten wir hier einmal einen Wald. Laufenden Kessel. Den brauche ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Weil ich der da läuft, etwas unangenehm finde. Hier habe ich die Bosse. Ich könnte hier oben theoretisch weitergehen. Ich habe aber auch noch hier Katakomben. Ich habe ja noch die Sternfallschmieden. Ich habe da noch den Klingengipfel weiter. Und ich habe hier auch noch den Weg da weiter. Ich denke tatsächlich, ich gehe jetzt erstmal hier in diese Schmiede. Hi. Okay, nee, den mach ich wieder auf. Nicht gut, aber ich bin ja gleich tot.
Dabei habe ich mich jetzt schon mal nicht so gut angestellt gerade. So klar, dass hier irgendwo einer sitzen wird. Das geht doch. Hat ihn gestreichelt. Oh, wie süß. Oh, fuck it, ey. Okay, okay, sehr gut. Und der badet da. Und ist ganz friedlich. Oh, wie süß. Das sind die Haustiere. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich die ganze kille. Naja, die haben angefangen. Gut, dass ich ein bisschen länger gewartet habe. Oh, hi. Das sind aber jetzt gar nicht so wenige hier. Schmiedetalisman. Aber ich würde dann sagen, an dem Punkt beende ich hier dann auch mal die
Okay, vielleicht noch nicht. Ich mir so recht überlege. Würde ich hier erstmal einmal noch runterdroppen. Ich würde dann sagen, jetzt beende ich hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.